Eine neue Tagesbotschaft, eine Botschaft für dich, genau jetzt, für die nächsten 24 Stunden. Allgemeine Legung, bitte bedenk das und wir starten gleich. Herzlich willkommen, ich bin die Roswitha und ja, du bist hier im Herzenberg-Orakel-Kanal, aber das weißt du sicher. Ja, ich freue mich, dass du da bist und wir schauen halt mal die Energie rein, was kommt heute auf dich zu. Das ist zeitlos und egal, wann dich diese Legung findet, hat sie dir vielleicht was zu sagen. Wir haben die Sechs der Stäbe am Unterdeck. Das ist die Karte des Sieges, der Nachrichten, gute Nachrichten, Erfolg, Anerkennung. Da kommst du ans Ziel mit etwas. Vielleicht lösen sich Probleme auf. Also dieser Tag wird sehr positiv. Und mit dem Tod, ja, da wird etwas beendet, da gibt es Veränderungen. Ja, da ist ein Abschluss vielleicht da. Und mit dem Ritter der Stäbe kommt da auch wieder eine Energie rein, wo du in die Tatkraft kommst. Der Ritter der Stäbe, das ist ein Abenteurer, der ist, ja, der will der Erste sein, der ist vielleicht auch voreilig, der handelt schnell. Also es geht hier vielleicht auch um eine schnelle Veränderung. Und mit den Sechs der Stäben kommt da vielleicht eine Nachricht rein, eine erfolgversprechende Nachricht, mit der du vielleicht so schnell gar nicht gerechnet hast. Ja, und da darfst du dich von etwas verabschieden, was vielleicht schon lange auf diesen Abschied hast du schon lange gewartet, auf diesen Abschluss, auf diese Veränderung. Auf etwas, das du loslassen willst, da ist eine Phase zu Ende, sagen wir mal so, ne? Genau. Ja, aber mit dem Ritter der Stäbe ist da auf jeden Fall Tatkraft da und neue Impulse, Feuerenergie, also sehr, sehr schön. Schauen wir mal mit dem Epic Light Lenormand von Kathleen Bergmann. Was bedeutet das genau? Worum geht es da? Da machen wir mal ein paar Klärungskarten. Okay, dann nehmen wir die drei. Wir haben den Anker, die Sterne und das Kreuz. Also es kann sein, dass hier beruflich etwas endlich in die Erfüllung geht, dass etwas klar wird. Ja, woran du schon lange gearbeitet hast, vielleicht, dass hier etwas, was vorher Belastung war in Bezug auf Arbeit, auf Beruf, auf ja, was dir vielleicht Stabilität, Sicherheit gibt, aufs Materielle gesehen. Dich beschäftigt hat und da kommt jetzt Klarheit rein. Da geht es weiter. Wenn es hier um Zwischenmenschliches geht, dann gibt es hier auch eine gute Nachricht. Da verändert sich etwas. Da kommt wieder Leidenschaft rein. Da kommt Stabilität rein. Etwas Festes, Stabiles und ja, auch vielleicht Wunscherfüllung. Klarheit und ja, da hat dir der Glaube vielleicht dran geholfen oder es ist etwas zu tun. Vielleicht bist du auch aufgefordert, mit dem Ritter der Stäbe etwas zu tun, um diese Veränderung dann zu bewirken. Also ja, kann auch sein, dass es hier einfach schicksalhaft ist, dass dieser Zyklus, dieser Abschnitt abgeschlossen wird und du da gute Nachrichten erhältst, ja, da ist etwas in sehr guter Stimmung oder in sehr guter Phase. Ja, dir wird es gut gehen. Ich hätte gern noch jeweils eine Klärungskarte auf den Anker, bitte. Eine. Ja, da geht es um eine Entscheidung bezüglich Stabilität, Sicherheit im Beruf vielleicht auch die Entscheidung, dass da auch etwas in eine Festigkeit kommt oder haben wir wegen viel. Aber die nehmen wir jetzt mal die Klarheit, Wunscherfüllung, die Sterne, da habe ich auch das Schwert, den Reiter und die Maus. Ja, der Fortschritt durch die Entscheidung. Ist der Fortschritt jetzt am Ende angelangt? Also da geht es echt in die Wunscherfüllung. Es kann sein, dass hier auch das Getrenntsein
sich auflöst, die Maus spiegelt hier in das Schwert, der Fortschritt, auch die guten Nachrichten, der Reiter auf den Stern. Und ja, das war nicht einfach, möglicherweise. Vielleicht zweifelst du auch noch an dem Ganzen, vielleicht hast du das Gefühl, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so wirklich dann bleibt, ob das dauerhaft ist. Vielleicht, ja, wir schauen mal, was auf das Kreuz noch kommt. Eine Klärungskarte bitte. Ja, und da haben wir den Neubeginn, das Kind. Also vielleicht auch in kleinen Schritten. Es ist vielleicht nicht alles gleich so, wie du dir das vorstellst, aber du kommst einen entscheidenden Schritt weiter in diesem Thema, auf das du schaust. Und ja, da ist vielleicht auch etwas zu tun, kleine Schritte, vielleicht auch offen zu sein, den Glauben nicht zu verlieren, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben. Und ja, das Kind spiegelt hier auch in die Wege. Also da ist natürlich auch, wenn so ein Zyklus, ein Abschnitt abgeschlossen wird, was Neues beginnt, dann ist natürlich auch Unerfahrenheit, Unwissen da. Ja, aber du glaubst da an dich, und wenn man unterdeckt, kann man die Brücke. Also da ist auch die Verbindung zu Themen, Menschen, die Verbindung zu dir selbst. Vielleicht kommst du dir selbst, deinen Wünschen auch wieder näher und merkst, okay, das ist gut so, wo ich bin. Ne? Also ich bin hier weitergekommen. Es tatsächlich kommt da Erfolg rein, da kommen gute Nachrichten rein, und ja, da darf sich etwas verändern, und du darfst wieder Energie haben, Kraft haben, vielleicht auch ja ein bisschen Abenteuerlust haben. Ne? Das Kind ist auch risikofreudig, wie der Ritter der Stäbe. Also probiert aus, ist neugierig, ne? Läuft einfach drauf zu, und vielleicht ist das auch so für dich der Hinweis, dass du es wagen darfst, über diese Brücke zu gehen. Schauen wir mal, was die Eulen Glückseligkeitskarten sagen heute für dich. Ein Ratschlag. Und was haben wir da? Du möchtest frei sein? Dann stell dich deiner größten Angst in deinem Tempo, Stufe für Stufe, und vergiss nicht, dein Licht mitzunehmen. Das ist ja gerade das, was ich gesagt habe. Also du darfst hier dir selbst vertrauen und das Neue Schritt für Schritt in Angriff nehmen. Dann wird es gut. Also vertrau dir selber und ja, stell dich deiner Angst und spür dich hinein, mit jedem Schritt merkst du, hey, okay, wie fühlt sich das an, und kann ich noch einen Schritt weitergehen? Und ja, wenn es mal schwierig wird, dann darf man auch mal stehen bleiben und erstmal ein bisschen durchatmen, in dieser Situation verharren und dann den nächsten Schritt machen, die nächste Stufe, das nächste Level angehen. Ne? Ja, schöne Tagesenergie. Die lasse ich jetzt einfach so stehen, und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.